guten Abend erstmal an alle und herzlich willkommen heute zum Marcel-Seminar, zu diesem wunderschönen Webinar. Und da freuen wir uns schon eine ganze Woche drauf. Jedenfalls ich und ich denke mal die anderen auch, sonst wären sie ja nicht hier. Also erstmal hallo an alle. Guten Abend. Tja, wunderbar, Heiko. Also besser geht's gar nicht. Ist gut, wenn man einen Radiomoderator im Team hat, ja. Ja, aber ich habe es ja gerade noch so geschafft, frisch rasiert, frisch geduscht. Und heute geht es um die Wahrheit. Die kleine Wahrheit hinter der großen Wahrheit. Oder wir können es auch anders nennen, das kleine Ich hinter dem großen Ich. Lass uns loslegen. Also, wir hatten eine ganz kleine Diskussion beim letzten Mal zwischen zwei Teilnehmern und herzlichen Dank, dass es diese Diskussion gab. Die nehme ich jetzt gleich als Beispiel und ich weiß, dass das für die beiden ganz okay ist, weil ich die beide kenne. So. Teilnehmer A hatte seine Gedanken geäußert, ja, und Teilnehmer B, der hatte eine andere Sicht als Teilnehmer A, wie das nun mal passiert. Und jeder von beiden hat seine Sicht wirklich freundlich dargestellt, so dass alles logisch und rund erschien. Ja, jede Meinung logisch und rund. Und vielleicht hast du dann bemerkt, wenn du letzte Mal dabei warst, letzte Woche, dass Teilnehmer B am Ende ein bisschen in die Verteidigungsposition gegangen ist, weil er sich mit der Sichtweise von Teilnehmer A nicht ganz so wohl gefühlt hat. Und das ist ganz normal, weil wenn jemand sagt, ich sag's jetzt mal ganz ungeschminkt, ja, wenn jemand sagt, das sehe ich so und so und ein anderer sagt, nein, das stimmt ja gar nicht, es ist so und so und dann treffen zwei Meinungen aufeinander und es wird Druck produziert und der Teilnehmer 2 hat denn auf diesen Druck reagiert mit einem ganz leichten Gefühl von Unwohlsein. Ich habe das sofort gespürt. Vielleicht hat es der ein oder andere beim letzten Mal auch gespürt. Letztlich sind in diesem Moment zwei Ego oder wie ich es gerne nenne, zwei kleine Ichs aufeinander getroffen. Und jeder hat seine Meinung präsentiert. Nein, das stimmt nicht ganz. Ich denke, am Beginn waren beide weniger im kleinen Ego verhaftet. Das hat sich dann erst so hochgeschaukelt. Und all das ist weder gut noch schlecht. Das passiert jeden Tag mit uns allen. Das ist normal. Das tun wir alle mehr oder weniger. Zwei kleine Ichs, das hört sich vielleicht für den einen oder die andere abwertend an, aber ist es überhaupt nicht und soll es auch nicht sein. Das kleine Ich ist weder gut noch böse. Manchmal behindert es uns, manchmal schränkt es uns ein, manchmal bereitet es uns auch Freude und manchmal treibt es uns in Probleme und Krisen und manchmal treibt es uns auch zum Erfolg. Es ist, wie es ist, ja, ohne Bewertung. Einfach, wir nehmen die Situation und schauen mal. Ja, das kleine Ich wurde durch die Eltern, durch wichtige Personen, durch unser Bildungssystem, durch die Medien und durch die Umwelt programmiert. Das kleine Ich ist eine Ansammlung von Erinnerungen. Es ist ein Artefakt der Vergangenheit, weil die Situation, die du jetzt gerade erlebst, die ist ja schon im nächsten Moment Vergangenheit. Ja, und wo es ein kleines Ich gibt, da muss es vielleicht auch ein großes Ich geben. Werden wir mal sehen. Wenn zwei kleine Ichs aufeinandertreffen, dann sagt ein kleines Ich zum anderen, schau mal, das ist meine Erfahrung und ich weiß, dass meine Erfahrung wahr ist, weil ich habe sie ja gemacht. Das andere kleine Ich sagt, meine Erfahrung sieht aber nicht so aus wie deine und ich weiß, dass meine wahr ist, weil ich habe auch die Erfahrung gemacht. Und was du sagst, das kann doch gar nicht wahr sein. Und dann reagiert das andere kleine Ich, nein, das ist aber gar nicht so, weil, Punkt, Punkt, Punkt. Und so baut sich ein gewisser Druck auf und wer seine Wahrheit dann mit mehr Selbstverständlichkeit und mit mehr Selbstbewusstsein und anscheinend mit mehr logischen Argumenten vorträgt, der ist oberflächlich gesehen der Gewinner. Fühlt sich für einen ganz kurzen Moment gut oder überlegen, weil er anscheinend der Sieger ist, was er gar nicht ist. Ja, in so einer Diskussion gibt's keine Sieger, da gibt's nur Verlierer. Und wenn du wissen willst, warum, dann frag mich ruhig am Ende. Zumindestens einer der beiden Ichs fühlt sich dann nach so einer, ja, Meinungsüberstülpung, nenne ich das, nicht so toll. Das kleine Ich ist begrenzt in den eigenen Erinnerungen und Situationen, die es erlebt hat in seinem Leben. Aber
Es sind die Deutungen der Situation, also nicht die Situation an sich, sondern wie das kleine Ich diese Situation gedeutet hat. Das kleine Ich, das lebt in einer Illusion. Ja, das fühlt sich echt an, gerade wenn du da drin verhaftet bist oder ich auch. Das fühlt sich absolut echt an. Ja, wenn wir in miesen Gefühlen feststecken. Aber das kleine Ich ist nur eine Illusion, weil das meiste, womit sich das kleine Ich identifiziert, ja, kam ja von anderen Menschen, also andere Meinungen, andere Überzeugungen, Konventionen, Regeln, Ansichten, Programme von außen, Vorurteile, Glaubenskonstrukte, alles von anderen Menschen. Und die Erfahrungen, die das kleine Ich als seine Wahrheit sieht, die sind eingefärbt von all dem, was das kleine Ich erlebt hat und was es daraus gemacht hat. Und so bildet jedes Ego oder jedes kleine Ich für sich seine ganz eigene Wahrheit. Und das nenne ich die kleine Wahrheit. Das kleine Ich denkt, ja, davon bin ich überzeugt, ich weiß, dass es so richtig ist, meine Meinung ist richtig, ich habe ja schließlich die Erfahrung gemacht. Aber das kleine Ich kann ja nur die Erfahrungen machen, die innerhalb seiner Glaubensstrukturen liegen. Das kleine Ich kann nur die Erfahrungen machen, die sich mit dem deckt, wovon das kleine Ich überzeugt ist. Und so passiert es, dass das kleine Ich sich immer wieder beweist, dass es richtig ist, was es glaubt. Die Wahrheit eines kleinen Ichs hat nicht viel mit der Realität zu tun, mit der Realität an sich, so wie sie ist. Es ist einfach nur die Wahrheit oder die Realität, von der ein kleines Ich überzeugt ist. Und diese kleine Wahrheit des einen kleinen Ichs ist nicht die gleiche Wahrheit eines anderen kleinen Ichs, weil das andere kleine Ich ist ja anders aufgewachsen, hat ein anderes Umfeld, andere Meinungen, andere Denkweisen, andere Ansichten übernommen, auch von anderen Menschen, hat in anderen Lebensumständen gelebt, hat andere Erfahrungen gesammelt und diese Erfahrungen auch ganz anders bewertet. Es sind nämlich nie die Erfahrungen selbst, die jemand macht, sondern immer nur der Stempel oder die Bewertung, die dieser Erfahrung aufgedrückt wurde. Durch uns, bewusst oder unbewusst. Und genau aus diesem Grunde ist es meist nicht von Nutzen, wenn ein Mensch einem anderen Menschen seinen eigenen Weg zum Ziel überstülpen möchte, ja, oder den anrät, ohne dabei vorher die Vorstelle und Ziele und vor allem die derzeitigen Möglichkeiten des anderen Menschen zu berücksichtigen. Und daran muss ich mich selbst immer wieder auch erinnern, ja. Aber ein kleines Ich, das ja aus einer Ansammlung eigener Vergangenheit und gesammelter Meinung anderer Menschen, das kleine Ich kann ja nur daraus reagieren, weil es ist im kleinen Verstand, nenne ich das mal so, gefangen. Und das kleine Ich kann nicht das große Ganze betrachten, weil das kleine Ich ist ein Teil des begrenzten, bewussten Verstandes. Man kann das auch so sehen, dass das kleine Ich oder das Ego eine Subpersönlichkeit ist. Ja, nicht mal ein Teil der Persönlichkeit, wie eine eigene kleine Persönlichkeit innerhalb der Persönlichkeit. Und die Erfahrungen eines kleinen Ichs passen dann in den seltensten Fällen haargenau auf ein anderes kleines Ich, weil jedes Ich ist in seiner eigenen Entwicklung, auf seinem eigenen Weg. Jedes Ich hat eine eigene Stufe von Entwicklung, eine eigene Stufe an Erfahrung, an Wissen und an Fähigkeiten. Jedes einzelne Ich braucht eine eigene Strategie, die zum derzeitigen Ich passt und vor allen Dingen, die innerhalb der geistigen Möglichkeiten des derzeitigen Ichs liegt und dem derzeitigen Ich so hilft. Diskussionen zwischen kleinen Ichs, die können wirklich interessant sein und die sind auch amüsant, das haben wir ja gemerkt beim letzten Mal, aber die führen meist weniger zu Wert und zu wahrer Unterstützung, aber dafür mehr zu unguten Gefühlen, zumindest auf einer Seite, weil kein kleines Ich oder überhaupt kein Mensch mag hören, in schönen Worten, ja, das, was du sagst, ist falsch. In Wirklichkeit ist ja alles ganz anders oder du hast keine Ahnung, ja. Und deshalb sage ich auch, kritisieren oder Recht haben wollen, das tötet wirklich jede Kommunikation. Und ich sage es nochmal, ich wiederhole es nochmal, weil es so wichtig ist. Kritisieren oder Recht haben wollen, tötet jede Kommunikation.
Aber Recht haben oder besser sein oder schlauer wirken oder bewerten oder richten, das will ja nur das kleine Ich, das Ego. Das kleine Ich will besser dastehen, will sich gut fühlen, weil es besser ist, weil es als ein anderes Ich. Und das alles ist weder gut noch schlecht. Es ist so, wie es ist. Und wir alle sind mehr oder weniger in diesem kleinen Ich verhaftet. Wir alle. Du und ich genauso. Es gibt nur ganz, ganz wenige Menschen in der westlichen Welt, die die Identifikation mit dem kleinen Ich gänzlich hinter sich gelassen haben. Der Eckhart Tolle ist zum Beispiel einer dieser Menschen. Der Eckhart Tolle hat sein kleines Ich gänzlich hinter sich gelassen. Und der Dalai Lama. In Asien sind es viel mehr Menschen aufgrund der Kultur, die das leben. Ja, aber der Rest von uns, der befindet sich bewusst oder unbewusst auf der Reise zum großen Ich. Und ich sag dir auch gleich, was ich mit großen Ich meine. Im Idealfall ist das kleine Ich unser Verbündeter, ein Freund, ein Vertrauter. Aber in der Praxis des Lebens, da ist das immer seltener der Fall. Das kleine Ich ist der Grund all deiner miesen Gefühle, die du bis jetzt in deinem gesamten Leben erfahren hast. Und das kleine Ich ist sogar der Grund dafür, dass manche Gefühle einfach so aufploppen, einfach so in deinem Körper auftauchen. Und ich sag dir auch, warum. Weil je öfter sich das kleine Ich traurig oder schuldig oder beleidigt oder ärgerlich oder ängstlich oder unsicher oder als nicht gut genug empfindet, desto stärkere neuronale Bahnen werden von diesem Gedankenkonstrukt gebildet und irgendwann kommen die Gefühle dann einfach hoch, ganz ungewollt. Und warum? Weil dieses Denkmuster ist dann zu einer neuen Denkgewohnheit geworden, die sich verselbstständigt. Oft gedachte Gedanken, die zu entsprechenden Gefühlen führen, die werden vom unbewussten Verstand als neue Denkgewohnheiten übernommen. Das kleine Ich hat also vorher fleißig jedes Gefühl trainiert. Die Gefühle, die auftauchen, kommen ja nicht irgendwoher. Das kleine Ich hat jedes Gefühl fleißig vorher trainiert. Mit viel Wiederholung, immer wieder. Bevor es dann zu einer Denkgewohnheit geworden ist. Und nun kommen die Gefühle einfach so aus der Erinnerung. Und das gilt für emotional schmerzliche Gefühle, als auch für Freude, für Triumph oder für hab ich's doch geschafft. Jeder Mensch hat ein Ego, ein kleines Ich, mehr oder weniger ausgeprägt. Der Ego ist ein Teil des Verstandes, ist weder gut noch schlecht. Es ist so, wie er trainiert wurde. Und mit etwas Übung können wir uns das kleine Ich zum Verbündeten machen. Und das sollten wir auch tun, das machen wir auch. Die Ausprägung dieses kleinen Ichs verändert sich im Laufe des Lebens und verringert sich mit der Zunahme der persönlichen Entwicklung. Nachvollziehbar. Und wenn du dich gerade nicht so toll fühlst, ja, wenn du andere Menschen gerade vielleicht bewertest oder wenn du urteilst über dich selbst und auch über andere Menschen, wenn du dich beschwerst, wenn du dich mit anderen Menschen vergleichst, wenn du kritisierst und auch wenn du Stress fühlst, dann bist du definitiv gerade mit deinem kleinen Ich verhaftet. Es geht nicht anders. Menschen, die zum Beispiel verzweifelt Anerkennung suchen oder Menschen, die alles tun, um gemocht zu werden oder Menschen, die alles tun, um es anderen Menschen recht zu machen, Menschen, auch die andere kleiner machen, um selbst größer dazustehen, die tun das immer aus dem kleinen Ich heraus. Immer. Die Identifikation mit dem kleinen Ich, die ist Grund für alles Leid, für allen emotionalen Schmerz und für Probleme. Dabei ist das kleine Ich nur eine Illusion. Und ich sage dir gleich, warum das so ist, einen Moment noch. Die Verhaftung mit dem kleinen Ich, ja, oder mit deinem Ego, die kannst du jederzeit lösen. Jederzeit. Wenn du magst, machen wir das mal zusammen. Also setz dich einfach mal bequem und aufrecht hin, so wie ich das jetzt hier gerade mache. Einfach bequem und aufrecht, die beide Beine auf dem Boden. Lass uns mal die Strategie kurz wiederholen. So, das Ansinnen ist, aufkommende, unangenehme Gefühle, egal welcher Art, schnell wieder in neutrale und danach in angenehme Gefühle zu wandeln. Innerhalb von Sekunden, und das machen wir jetzt. So, wenn du beginnst, dich auch nur ein ganz kleines bisschen unwohl zu fühlen, ja, du kannst dir jetzt mal an was denken, was dir vielleicht an einen Menschen oder an eine Situation, die du nicht so toll findest, und kannst mal da reinfühlen und
dich dann so hinsetzen, wie man halt sitzt, wenn man sich in einem Problembewusstsein befindet oder im emotionalen Schmerz, egal wie wir den emotionalen Schmerz nennen, ob es Traurigkeit, Zurückweisung, Unsicherheit, Ängstlichkeit ist, das spielt keine Rolle, das ist alles emotionaler Schmerz oder auch Leid. So, und wenn du dich dann daran erinnerst, an diese Situation, dann sagst du, halt, und du setzt dich gleich aufrecht hin, ja, aufrecht, stolz, dann täuschst du ein Lächeln vor. Und dann atmest du dreimal ganz tief und ruhig in deinen Bauch. Ja, ich kürze das mal ab, du atmest weiter. Ja, und warum tun wir das? Das ist ganz einfach, weil jede Körperhaltung ist immer mit einem bestimmten Gefühlsmuster gekoppelt. Und du unterbrichst mit dem Verändern deiner Körperhaltung das miese Gefühl auf biochemischer Ebene, also auf körperlicher Ebene. So, und was kommt jetzt? Der zweite Schritt war, nachdem du wieder ein bisschen entspannt bist und aufrecht sitzt, das Lächeln vortäuscht, der zweite Schritt, halt, was denke ich gerade? Halt, was denke ich gerade? Und dann? Nun betrachtest du deine Gedanken. Ja, was denke ich gerade? Vielleicht habe ich gerade an das Treffen mit diesem Menschen gedacht, den ich gar nicht so doll mag. Aha, ich denke gerade dies und jenes. Ah, und meine Gedanken, die haben dazu geführt, dass ich mich nicht so wohl fühle. Ja, du nimmst also die Gedanken, die du hast, ganz bewusst wahr. Du spürst ruhig in das Gefühl hinein. Und was passiert nun? Durch die Beobachterposition, durch die Distanzierung von deinen Gedanken, von deinem Verstand, fühlst du dieses miese Gefühl auf einmal überhaupt nicht mehr. Du wirst nun ganz ruhig, weil du bist jetzt der neutrale Betrachter einer Situation. Und jetzt kannst du entweder, wenn du Zeit hast, die Situation betrachten, ja, dann könntest du sagen, aha, mein Verstand denkt, an diesen Menschen und dann verändern sich durch diese Gedanken die Gefühle in meinem Körper und dieser Mensch bestimmt, welche Gefühle sich in meinem Körper entwickeln. Halt, das ist nicht besonders intelligent. Ich sehe nun diesen Menschen in meiner Vorstellung und entscheide mich ganz bewusst, mich einfach trotzdem gut zu fühlen. Ja, ob der vor mir steht oder nicht, ich entscheide mich, ich fühle mich trotzdem gut. Es wäre ja auch dumm, meinen Gefühlszustand von einem anderen Menschen bestimmen zu lassen. Ich kann zu jeder Zeit wählen, wie gut ich mich fühlen möchte. Du musst dir dessen nur bewusst sein. Und dir dessen bewusst sein, bist du in der Beobachterposition, da, wo wir uns jetzt gerade befinden. Ja, das wäre also eine zusätzliche Betrachtung der Situation, kannst du machen oder auch nicht. In den meisten Fällen willst du dich ja einfach nur schnell besser fühlen. Und dann dauert der Prozess 20 Sekunden, vielleicht am Anfang 30 Sekunden, wenn es lange dauert, in deinem Kopf. Also, ich sag's nochmal kurz, damit ihr euch das wirklich alle einprägt, weil es so, so wichtig ist. Der erste Schritt war, aufrecht und stolz hinsetzen, lächeln oder lächeln vortäuschen, dreimal ganz bewusst tief in den Bauch einatmen. Und der zweite Schritt, halt, was denke ich gerade? Halt, was denke ich gerade? Ah, ich habe an dieses Ereignis aus der Vergangenheit gedacht, das hat miese Gefühle in meinem Körper verursacht. Gut, kommen wir zu Schritt 3. Die nächste Frage, was kann ich jetzt denken, damit ich mich wieder gut fühle? Oder was kann ich jetzt tun, damit ich mich wieder gut fühle? Nochmal, was kann ich jetzt denken, damit ich mich wieder gut fühlen kann? Oder was kann ich tun, um mich wieder besser zu fühlen? Und dann denke Gedanken, die sich gut anfühlen. Oder tue etwas, was dir Freude macht. Und wenn dir gar nichts einfällt, ein ganz einfacher Weg für dich, denke dankbare Gedanken. Frage dich einfach, wofür kann ich jetzt dankbar sein? Für mich immer das Einfachste, geht am schnellsten. Ja, und dann suche dir in deinen Gedanken so lange nach so vielen Gründen, bis du ganz, ganz viele Gründe findest, dankbar zu sein. Und dann sei dankbar und geh in dieses Gefühl der Dankbarkeit hinein, weil Dankbarkeit fühlt sich so gut an. Und vor allen Dingen ist es eine sehr, sehr förderliche, gedankliche Schwingung. Du kannst in Schritt 3 alles tun oder denken, was dich besser fühlen lässt. Es gibt keine Regeln, nur du solltest dich danach besser fühlen. So viel zur Wiederholung. Das war die kleine 3-Schritte-Technik. Und die Übung, ja, die wird nach einigen Anwendungen nur noch Sekunden dauern. Aber die ist so, so wichtig für dich, um dich viel, viel weniger mies zu fühlen und um dich dafür immer mehr einfach gut zu fühlen.
Und das funktioniert bei Angst, bei Unsicherheit, bei Zweifel, bei allen unangenehmen Gefühlen. Bei allen unangenehmen Gefühlen. Und es funktioniert je besser, je bewusster du die Gefühle schon im Aufbau erkennst. Das ist nur eine Frage der Übung. Wenn ich jetzt mir ein Gefühl vornehme und ich wende diese Technik auch an, dann mache ich das schon in der Phase, wo ich auch nur ein ganz kleines Unwohlsein in mir spüre. Einen ganz kleinen Druck in der Magengegend, da sage ich, oh, halt. Ich mache das schon automatisch, ja, das ist schon wie ein Automatismus. Ich mache nur noch die Analyse manchmal im Kopf. Ansonsten läuft das bei mir schon ganz automatisch ab und das wird bei dir genauso sein, ich erkläre dir gleich warum. Und dann spüre ich dieses kleine aufkommende Gefühl und dann sage ich mir halt, was ist das? Aha, was denke ich gerade? Was will mir mein kleines Ich da sagen? Weil ein schlechtes Gefühl schickt dir ja nur das kleine Ich aufgrund der Begrenzung und aufgrund der Glaubenssysteme und Denkweisen, in dem das kleine Ich gefangen ist. Und dann frage ich mich, wenn das ein besonders hartnäckiges Gefühl ist, ein guter Trick, wenn es ein besonderes hartnäckiges Gefühl ist, dann frage ich mich einfach, dann atme ich nochmal durch und dann spüre ich in das Gefühl rein, das sitzt meistens in der Bauchgegend und dann frage ich mich selber, kann ich dieses Gefühl jetzt loslassen? Kann ich dieses Gefühl jetzt loslassen? Die Antwort ist völlig egal und beim Ausatmen entlasse ich das Gefühl. Das kannst du dir dann bildlich so vorstellen, als ob eine Wolke dein Bauch verlässt oder dein Solarplexus oder wo immer dieses Gefühl sitzt. Das ist eine ganz wichtige Strategie, nicht nur um schnell von mies fühlen auf gut fühlen umzuschalten, sondern auch um langfristig deine Grundschwingung weiter zu erhöhen, weil ist ja ganz klar, je öfter du dich gut fühlst, je öfter du in einer guten, förderlichen Frequenz dich befindest, desto höher ist deine Grundschwingung, desto höher entwickelt sich deine Grundschwingung. Und diese Energie, deine Grundschwingung oder deine energetische Signatur, nenne ich das, weil das ist sowas wie eine energetische Unterschrift, eine energetische Signatur, weil die hast nur du. Und deshalb bist du auch ein ganz einzigartiger Mensch. Deine energetische Signatur, die hat niemand anders auf der ganzen Welt von all den Milliarden Menschen, die es gibt. Da bist du völlig einzigartig. Ja, auf diese Weise kannst du wirklich leicht deine Grundschwingung erhöhen und über einen längeren Zeitraum, wenn du das über einen längeren Zeitraum trainierst, ja, dann ist eine Veränderung deiner Energie. Andere Menschen nehmen das als Ausstrahlung wahr, manchmal auch als Charisma. Dann muss eine Erhöhung deiner Energie passieren, deiner Grundenergie oder deiner energetischen Signatur. Und wenn du deine energetische Signatur oder deine Grundschwingung veränderst, dann muss sich laut Gesetz, dann müssen sich die Umstände in deinem Leben passend dazu verändern. Das geht nicht anders. Letztlich müssen wir uns hier in unserer kleinen Gruppe immer wieder klar werden, dass alles eine Frage der Energie ist. Alles ist eine Frage der Energie. Und die Gedanken und die Emotionen, die sind Trägerelemente dieser Energie. Und mit dem Fokus der Gedanken, mit der Wahrnehmung, mit dem Bewusstsein, steuern wir die Gedanken. Und wenn wir die Gedanken steuern, steuern wir die Energie. Weil den Gedanken folgen Emotionen und die Emotionen, je größer die sind, desto schöpferischer, desto stärker energetisiert sind die Gedanken. Und desto schöpferischer, desto kreativer, erschaffender wirken diese Gedanken dann auch. Aber nicht nur das, diese kleine Übung, die geht weit über das hinaus. Das ist noch nicht alles. Die Übung, die trainiert deinen Verstand eine neue Sichtweise, nämlich die Sichtweise des Betrachters oder die Sichtweise des Beobachters. Durch das Beobachten deiner Gedanken bist du ja nun der Beobachter. Du wirst dir nun bewusst, was dein Verstand denkt und du wirst dir bewusst, wie du dich durch die Gedanken, die der Verstand gedacht hast, dann gefühlt hat. Ja, oder genauer gesagt, wie sich dein Körper gefühlt hat. Du bist da jetzt der Beobachter deiner Gedanken. Denke jetzt mit, du bist der Beobachter deiner Gedanken. Du trittst gedanklich einen Schritt zurück und beobachtest deinen Verstand. Du beobachtest, was ist denn da los in meinem Verstand? Du bist der Beobachter deiner Gedanken. Und jetzt frage ich dich,
Was glaubst du denn zu sein, wenn du deinem Verstand gerade betrachtest oder beobachtest? Wer bist du denn, wenn du betrachtest, was dein Verstand gerade tut? Wer bist du denn, wenn du in bestimmten Situationen dich selbst betrachtest? Und viele Menschen tun das so, ich auch. Du bist in dem Moment, in dem du deinen Verstand beobachtest, bist du nicht dein Verstand. Du hast einen Verstand, aber du bist nicht der Verstand. Ja, in dem Moment, wo du deine Gedanken beobachtest, kannst du nicht deine Gedanken sein. Bist du auch nicht. Du bist nicht deine Gedanken, du hast Gedanken, die dein Verstand denkt. Die Sprache, die sagt das in ihrer Weisheit ja genau richtig aus. Wenn du die Gedanken, die dein Verstand denkt, beobachtest, wer bist du in diesem Moment? Du bist der Beobachter. Der Beobachter, der sich nun des eigenen Körpers bewusst wird. Der Beobachter, der nun ganz bewusst wahrnimmt, was der Verstand denkt. Und in dem Moment, wo du der Beobachter bist, bist du dir all dessen bewusst. Und die Sprache sagt das wieder so schön, du bist dir bewusst. In diesem Moment als Betrachter bist du im Bewusstsein. Du bist dir bewusst, was hier gerade passiert und du kannst das ganze Szenario jetzt ganz neutral betrachten. Du siehst jetzt vielleicht erstmals die wirkliche Wahrheit, was wirklich geschieht. Und warum kannst du das jetzt in dem Zustand als Beobachter ganz neutral betrachten? Weil du in diesem Moment nicht mehr mit deinem Verstand identifiziert bist, auch nicht mit deinen Gedanken und auch nicht mehr mit deinem kleinen Ich. Du bist dir dessen bewusst, was da gerade abläuft in deinen Gedanken, in deinem Verstand, was deine Gedanken gerade tun und beobachtest, was da so passiert. Und wenn du dir bewusst darüber bist, was dein Verstand gerade tut, wenn du zum bewussten Beobachter wirst, dann bist du im Bewusstsein. Und das ist es, was du bist. Und das nenne ich das große Ich. Dein Bewusstsein ist Teil der Energie, aus der alles hervorgeht. Oder ein Teil der Schöpfung oder ein Teil der Energie Gottes. Das ist ganz egal, wie du das nennst. Bezeichnungen sind einfach nur Worte. Und in Worte ist das schwer zu kleiden, über das wir hier reden. Aber diese Wahrheit, das, was ich dir hier sage, die kannst du erst dann erkennen, wenn du die Erfahrung gemacht hast, dann weißt du, dass es wahr ist. Deine Intuition, jede Zelle deines Körpers weiß dann, dass es so ist, wie du es erfahren hast. Auf einer ganz anderen Ebene, als du die Erfahrung in deinem bewussten Verstand machen kannst. Das ist eine ganz, ganz andere Qualität an Erfahrungen. So zu sein, wie du wirklich bist, nämlich der Betrachter, der bewusste Betrachter, der sich im Bewusstsein befindet. So, das ist deine natürliche Art zu sein. Und das fühlt sich nicht nur wunderbar an, mit ein bisschen Übung. Es ist auch wirklich die einzig natürliche Art zu leben. Außerhalb von Bewerten, außerhalb von Urteilen, außerhalb von gedanklichen Limitierungen, ohne Probleme, ohne Grenzen des bewussten Verstandes, außerhalb vom Ego, vom kleinen Ich. Und in dem Zustand, da bist du ja, im tiefen Frieden mit dir selbst und der Welt. Du bist erfüllt in diesem Zustand und das wirst du mit etwas Übung spüren. Je mehr du übst, desto mehr wirst du das spüren. Und wenn du dann als Beobachter lebst, wenn du im Bewusstsein lebst, dann gibt es auch keine Probleme. Dann gibt es nur noch Situationen, die du betrachtest, ja, ganz emotionslos, ganz neutral. Du betrachtest die Situation und dann gibt es keine Urteile, keine Bewertung. Du nimmst dann die Situation so wahr, wie sie wirklich ist. Dann ergibt sich nur noch die Frage, ja, was ist jetzt in dieser Situation, die ich jetzt hier wahrnehme, richtig für mich? Was fühlt sich richtig für mich an? Das ist die einzigste Frage. Und diese Frage kannst du in diesem Zustand ganz schnell beantworten. Die beantwortet sich von selbst durch ein Gefühl oder eine Intuition. Das wirst du dann merken. Und das nenne ich die große Wahrheit. Weil diese Wahrheit, die ist ungeschminkt und frei von allen Filtern. Nur als Beobachter
näherst du dich dem an, was du wirklich bist. Nur als Beobachter kannst du eine Situation so erkennen, wie sie tatsächlich ist, ohne die Einfärbungen und Deutungen und Bewertungen und die Vorurteile des Verstandes. Du bist dann frei. Du schaust dann auf den Verstand. Du bist nicht mehr der Verstand. Du hast dich vom Verstand gelöst. Und deshalb kannst du in dieser Beobachterposition die Welt neutral betrachten. Du kannst die Situation und die Menschen neutral betrachten. Und wenn du beginnst, aus dieser Situation zu betrachten, dann verschwindet der Drang, die eigene Meinung zu präsentieren. Dann verschwindet der Drang, unbedingt Recht haben zu wollen oder als toller Hecht dazustehen oder auf Kosten anderer Menschen, die man runterdrückt, höher zu wirken. Das gibt's dann nicht mehr. Aber das gibt's nur nicht mehr in der Beobachterposition, wo du wirklich ein ganz bewusster Mensch bist. Du bist dann im Bewusstsein, ja? Und das macht das eigene Leben einfach friedvoller und das macht das Leben um so vieles klarer. Und dann haben so viele Problemchen des kleinen Egos überhaupt keine Bedeutung mehr. Und für mich persönlich ist es wichtig, immer mehr als Betrachter, als Beobachter zu leben und immer weniger in den Grenzen des begrenzten Verstandes, gefangen zu sein, weil wenn du der wahre Beobachter bist, wie der Eckhart Tolle zum Beispiel oder der Dalai Lama oder wie etliche andere Menschen eher der asiatischen Welt, dann ist das eine ganz andere Qualität an Leben, eine ganz andere Qualität an Intelligenz, eine völlig andere Sichtweise. Ja, und die Übung, die kleine Strategie, um in 3 Schritten deine Gefühle zu wandeln, das ist eine Übung dazu. Das ist die perfekte Übung dazu. Und diese Übung immer wieder angewandt, führt je nach Anwendungswiederholung auf dem schnellsten Wege zu emotionaler Unabhängigkeit. Und das bedeutet Freiheit. Emotionale Unabhängigkeit ist ein riesengroßes Stück Freiheit. Und das bedeutet eine signifikante Zunahme guter Gefühle. Und diese kleine Strategie, die führt so 100%ig sicher zu einem glücklicheren, harmonischeren, friedvolleren, einfachen, erfüllteren und vor allen Dingen zu einem erfolgreicheren Leben. Diese Übung ist wirklich eine der wichtigsten Übungen, die wir hier überhaupt machen können. Nicht nur, um mal schnell miese Gefühle in gute Gefühle zu wandeln, aber die wirkliche Wahrheit dieser Übung, die steckt in dem Trainieren des Seins als Beobachter. Ja, die Übung, die trainiert dich einfach aus dem kleinen Ich, aus dem Verstand auszusteigen, einfach frei zu werden von den Begrenzungen und Limitierungen und Glaubenssätzen und Überzeugungen, die den kleinen Verstand einengen, die ihn gefangen halten. Mehr zu dem einfach zu werden, der du wirklich bist, ein Teil des großen Ganzen. Ein Teil von allem, was ist. Und nur in diesem Zustand hast du auch Zugriff auf eine weit größere Intelligenz, auf eine viel größere Intelligenz. Du kannst dich in dieser Beobachterposition mit dieser mächtigen Intelligenz verbinden. Du kannst dich öffnen. Und wenn es jemand interessiert, wie das geht, kann ich das auch erklären. Aber ich glaube, das geht hier ein bisschen zu weit. Und du kannst dann an dieser größeren Intelligenz teilhaben. Und ich bin sicher, viele von euch haben schon diese Erfahrung gemacht, an einer größeren Intelligenz teilzuhaben. Viele von euch haben sich bestimmt schon manchmal gewundert, Mensch, der Einfall, den ich jetzt da gerade hatte, das war ja genial. Oder der Rat, den ich da eben gegeben hatte, Mensch, kommt der von mir? Also es war ja absolut genial. Nee, und der kommt nicht von dir, der kommt durch dich. Ja, der wird dir gegeben. Da bist du dann in Verbindung mit einer anderen Art von Intelligenz und du hast dann Zugriff. Aber wenn du Stress hast, wenn du dich im kleinen Ego befindest, wenn du andere gerade kritisierst oder wenn du deine Meinung verteidigen willst oder, dann ist das alles nicht möglich. Ja, wenn du dich mit deinem kleinen Ich identifizierst und das machen die meisten Menschen, in der meisten Zeit. Und ich habe das fast mein ganzes Leben lang getan. Ja, ich hatte immer schon guten Zugriff auf meine Intuition. Aber als Unternehmer und als Erfolgsmensch und als Erfolgstrainer damals in meiner Zeit in Deutschland, also 10 Jahre vorher, da habe ich mich meistens im Ego
im Ego begrenzt. Und da konnte ich dann in dem Moment nicht so ein guter Coach sein, nicht so ein guter Trainer sein, weil aus dem Ego heraus, da lassen sich keine vernünftigen Ratschläge geben. Aus dem Ego heraus, da stülpe ich immer nur meine Meinung, meine Erfahrung jemanden anderes über. Aber ich sehe nicht, dass der andere ja auch ein eigenes Ich ist und auf einer ganz anderen Stufe steht, ganz andere Probleme hat, ganz andere Möglichkeiten im Geist hat, eine ganz andere Vergangenheit und. Das siehst du, aber aus der Beobachterperspektive, aus der Beobachterposition. Und das kleine Ich, ja, das kann auch ganz gewitzt argumentieren, ja, und das kann wirklich ganz gewitzt sein, das kann seine Meinung relativ logisch erscheinen lassen. Übrigens, jede Meinung kann man logisch erscheinen lassen. Du kannst jemanden, der gut debattieren kann, und da war ich Meister in meinem ersten Leben, jetzt nicht mehr, weil ich mag nicht mehr debattieren, weil ich gesehen habe, dass ich da niemals der Sieger war. Das war immer nur ein trügerisches Gefühl von, ja, jetzt war ich besser als die anderen, jetzt habe ich es denen aber gegeben. Und ich habe das gemacht, weil bin mit 19 ins Unternehmertum reingeschlittert, bin gleich sehr erfolgreich geworden und habe schon mit Anfang 20 Seminare besucht, also sehr teure Seminare. Und da war ich dann immer der Jüngste. Die meisten, die waren 45, 50 und ich mit Anfang 20 dazwischen. Ja, so ein Bubi nimmt ja da keiner wahr. Und ich war immer schon ganz gut in Debattieren in meinem kleinen Ich. Und ich habe mir dann immer Respekt verschafft auf diese Weise und habe gedacht, ja Mensch, jetzt hast du es wieder geschafft. Jetzt bist du wieder der Gewinner. Aber in Wirklichkeit war es so dumm. Und die anderen, die erfahreneren Menschen, die haben dann gedacht, ach, lass den doch. Ja. Ja, aber ich habe mich gut gefühlt. Ja, ich habe mich dann als Gewinner der Diskussion gefühlt und ein anderer Mensch hat sich dann nicht so toll gefühlt. Ich habe da regelrecht immer auf meine Chance gewartet, ja, auf eine Chance. Ah, jetzt hat er das gesagt. Ah, das kann ich verdrehen und jetzt sage ich mal das. Und das kleine Ego, das argumentiert absolut mies, ja. Also gut, aber tückisch, hinterhältig. Das greift irgendwas auf, verdreht es und stellt es anders dar. Also was wichtig ist in den Begrenzungen des eigenen Verstandes, da kannst du nicht erkennen, wer du wirklich bist. Und du kannst auch andere Menschen nicht auf tieferer Ebene erkennen in den Begrenzungen deines Verstandes. Du bist ja weit mehr, als das kleine Ego denkt. Ja, du bist weit mehr. Du bist ein Teil der kreativen Energie und kreativ sein heißt erschaffen. Das heißt, du bist ein Teil der Schöpfung. Wir alle sind ein Teil der Schöpfung und deswegen haben wir Menschen als einzigste Lebewesen auf unserem wunderschönen Planeten die Fähigkeit, unser Schicksal selbst zu bestimmen, zu erschaffen, es zu formen. Aber das bessere Wort ist erdenken. Das ist das passendere Wort. Wir Menschen haben als einzigstes Wesen der Schöpfung die Fähigkeit, das eigene Leben wirklich tatsächlich nach den eigenen Gedanken, exakt nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten, weil du bist ein Schöpfer. Du bist der Gestalter deines Lebens und du erschaffst dein Leben von morgen, jeden Tag, jeden Moment mit den Gedanken, die du in dem Moment denkst. Der Durchschnitt deiner Gedanken von heute erschafft dein Leben von morgen, jeden Tag, jeden Augenblick, ob du dir dessen bewusst bist oder nicht, spielt keine Rolle. Das kleine Ich fokussiert seine gedankliche Aufmerksamkeit meist auf die Dinge, die nicht stimmen. Ja, das mag ich nicht, das mag ich nicht, das will ich nicht. Das kleine Ich fokussiert sich immer darauf, was es nicht richtig empfindet. So wurde es einfach erzogen, so wurde es trainiert von der Gesellschaft, von den Generationen. Und deshalb kritisiert und bewertet und beschwert sich das kleine Ich gern. Und manchmal ist diese Kritik in wunderschöne Worte verpackt, ja, weil das kleine Ich, ich hab's dir schon gesagt, ist wirklich ganz gewitzt. Und das große Ich, das richtet seine Aufmerksamkeit immer nur auf das, was stimmt, was sich richtig anfühlt, was sich gut anfühlt, was ein gutes Gefühl verursacht. Und das kleine Ich ist manchmal ärgerlich oder traurig oder frustriert oder auch mal missgünstig. Das große Ich ist immer ganz ruhig, spürt innerlich Frieden. Und je mehr du geübt bist in deinem großen Ich, desto schöner und friedvoller werden diese Gefühle. Ich bin sicher, dass einige von euch da schon viele Erfahrungen haben, ja, genauso wie ich. Und das große Ich, das weiß, dass dein Ich und mein Ich und alle anderen Ichs, dass wir alle ein Teil derselben Energie sind.
Das kleine Ich ist in den Begrenzungen seiner eigenen Glaubenssätze, seiner Limitierung, seiner Überzeugungen gefangen und bewertet jede Situation immer nur nach den eigenen Denkstrukturen und Programmen. Und dann glaubt das kleine Ich zu wissen, das ist meine Wahrheit. Ja, und weil das kleine Ich denkt, meine Wahrheit ist richtig, ich habe ja schließlich die Erfahrung gemacht, die das belegen, darum beharrt das kleine Ich auf seiner Meinung und kann nur schwer erfassen, ja, dass es auch andere Meinungen gibt, die genauso wahr ist oder wo auch ein Teil wahr sein könnte. Ja, und ob eine Meinung wahr ist oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Für den Menschen, der die äußert mit Gewissheit und mit Überzeugung, ist die in dem Moment wahr. Die erscheint in dem Moment wahr, obwohl das nur eine Illusion ist. Jedes einzelne kleine Ich hat seine eigenen Überzeugungen und seine eigene Art zu denken. Und das, wovon ein kleines Ich überzeugt ist, beweist sich immer wieder in den Erfahrungen, die das kleine Ich sich selber schafft. Das kleine Ich kann ja nur Erfahrungen machen, die zu seinem Glauben passen, die innerhalb seiner eigenen Limitierungen liegen. Und deshalb denkt jedes kleine Ich, ich habe recht, weil ich habe diese Erfahrung gemacht. Mir ist es so passiert. Ja, und würden wir dem kleinen Ich 2 Monate lang einen Kopfhörer aufsetzen und mit anderen Gedanken füttern und hypnotisieren und mit Affirmation und Suggestion bearbeiten, würde das kleine Ich nach diesen 2 Monaten völlig anders denken und würde dann für die nächste Zeit gegensätzliche Erfahrungen machen. Ja, so funktioniert das kleine Ich. Das große Ich, das nimmt Menschen und Situationen wahr, ohne Brille, ohne Filter, ohne Bewertung, einfach so, wie die Situation ist. Und das große Ich ist frei von Begrenzung, frei von Programmierung und Überzeugungen. Und darum kann es auch die Situation wirklich so erkennen, wie sie ist, ohne Brille, ohne Filter, ohne Schminke. Und kann dann entscheiden, was in diesem Moment gut und richtig ist. Noch leben die meisten Menschen ihr ganzes Leben lang in den Begrenzungen des kleinen Ichs, ohne zu ahnen, dass es auch ein großes Ich gibt und dass es sich viel leichter und angenehmer und erfolgreicher und ruhiger und friedvoller leben lässt, ohne zu ahnen, welchen riesigen Einfluss jeder Mensch auf sein Leben ausüben könnte. Und dir lege ich heute wirklich ans Herz, und das meine ich ganz, ganz ernst, weil ich weiß, wie gut das für dich ist und welche tollen Auswirkungen das langfristig auf dein Leben hat, die kleine Strategie, die trainiert deinen Verstand, sich vom kleinen Ich zu distanzieren, und der bewusste Beobachter des eigenen Verstandes, der bewusste Betrachter der eigenen Gedanken zu werden. Und wenn du deine Gedanken betrachten kannst, dann sitzt du am Steuer. Dann bist du emotional in diesem Moment nicht mehr abhängig. Dann kannst du jedes Gefühl innerhalb von Sekunden wandeln und als neutraler Betrachter schauen, was da los ist. Und dann hast du einen ganz anderen Blick auf die Situation und kannst eine Situation wirklich, ja, bewerten ist zu viel. Das ist kein Bewerten. Dann hast du einfach das sichere Wissen, was richtig ist und was nicht in diesem Moment. Also trainiere diese kleine Strategie, wann immer du kannst, aber zumindest dann, wenn du beginnst, dich auch nur ein ganz kleines bisschen mieser fühlst, ja, dann musst du diese Strategie einfach trainieren. Ja, so trainierst du immer wieder der zu sein, immer mehr der zu sein, der du wirklich bist, nämlich dein großes Ich. Und mit zunehmendem Training wird der Zustand immer friedvoller, immer erfüllender. Und nach einigen Wiederholungen oder sagen wir nach vielen, vielen Wiederholungen, vielleicht nach 2 Monaten, vielleicht auch erst nach 4 Monaten, dann speichert dein unbewusster Verstand diese 3 Schritte, weil die trainierst du ja immer, der speichert die dann als automatisierte Denkgewohnheit. Das ist die Aufgabe des unbewussten Verstandes, um den begrenzten bewussten Verstand zu entlassen. Und dann funktioniert das automatisch. Dann bringt dich dein unbewusster Verstand automatisch. Der merkt, ah, da ist ein kleines, mieses Gefühl. Und dann führt der dich durch den Prozess automatisiert. Das ist so wie der Prozess des Autofahrens. Ja, den hast du ja auch zuerst ganz bewusst gelernt. Und dann hast du 2 Monate, manch einer auch 4 Monate gebraucht, bis das alles ins Unterbewusstsein gesackt ist, bis das Unterbewusstsein Handlungs- und Verhaltensgewohnheiten gebildet hat. Und jetzt fährst du, ohne darüber nachzudenken, ja, mit 180 auf der Autobahn, bändigst dein Kind und du kannst noch einen Kaffee dabei trinken und Radio hören. Dein
unbewusster Verstand, der fährt für dich. Und so ist es mit jedem oftmals wiederholten Verhalten. Das wird vom unbewussten Verstand übernommen, als Gewohnheit gespeichert, um den begrenzten bewussten Verstand zu entlasten. Und dann ist ein neues Denkprogramm entstanden. Und dieses Denkprogramm, das dient dir dann dein ganzes restliches Leben. Und das hat Auswirkungen auf dein Leben. Dieses Live-Meeting, was wir heute haben, ist wahrscheinlich eins der wichtigsten für dich. Und diese kleine, simple Übung ist wahrscheinlich eine der allerwichtigsten für dich. So, heute sind wir mal ein ganz kleines bisschen nur tiefer eingestiegen als sonst, ja, für viele Menschen. Und wenn du noch keine Klarheit in deinem Leben hast oder von deinem Leben, wenn du noch keine Vorstellung hast oder wenn du Probleme bei der Verwirklichung deiner Wünsche und Träume hast, dann schließe dich uns an. Kommen unsere Life Changers Mastermind. Dort formen wir dein Leben exakt nach deinen Vorstellungen. Dort verwirklichen wir deine Wünsche nach einem exakten 6-Schritte-Prozess. Und jetzt hast du wirklich eine tolle Möglichkeit, und wenn du wirklich zu uns kommen möchtest und dein Leben innerhalb der nächsten 12 Monate zu deinem Meisterwerk machen möchtest, dann schau dir unser bestes Online-Training an, der 6-Schritte-Prozess. Ich glaube, den Link, den findest du entweder in der Videobeschreibung, falls du den Podcast gerade hörst, findest du den Link in den Shownotes. Alles Gute für dich. Tschüss aus Berlin, Marcel Megari.